Heyo Planet Coaster Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier aus dem Phantasialand. Es geht schon wieder weiter, ging ja jetzt ziemlich schnell, seit Part 32 war glaube ich der letzte. ja, und jetzt geht's direkt weiter. Die Folge ist zwar nicht so lang, aber es geht immer schon mal ein bisschen weiter. Natürlich in Woos Town, wo auch sonst. Wir bauen heute ein wenig an... Also den Eingang, den fange ich hier kurz am Anfang an, aber da baue ich noch nicht richtig viel. Ansonsten bauen wir auf jeden Fall die Glaskuppel obendrauf. Die ist aber auch noch nicht ganz fertig. Das kommt dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Part. Und wir fangen an, Tittle-Tattle-Tree zu bauen. Beziehungsweise zu nochmal aufzufrischen und das zu verbessern. Ich hatte ja Tittle-Tattle-Tree schon mal für den alten Park gebaut, aber das kann ich jetzt halt ein bisschen besser und deswegen... frische ich das jetzt nochmal alles ein bisschen auf und dann sieht das auch alles nochmal besser aus. So, ich gehe gleich wieder in die Kommentare rein aus Part Nummer 32. Da sind nämlich jetzt auch schon 26 Kommentare, das ist ja schon eine ganze Menge. Dafür, dass das Video jetzt erst 2 Tage alt ist. Krass, danke dafür. Schreibt also super gerne weiter fleißige Kommentare. Und ansonsten, gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten? Eigentlich ist ja jetzt nicht viel passiert. Ich habe die letzte Folge ja jetzt erst gestern nachkommentiert für mich. Außer, dass jetzt River Quest wurde angefangen zu bauen. Und es wurde auch schon ein Filmmakers Toolkit Objekt dafür das erstellt. Vom guten Kansai Dorifto, heißt er glaube ich. Ich glaube, ich habe mir den Namen jetzt gemerkt, richtig. Kansai Dorifto, genau. Der hat nämlich den Aufzug für River Quest schon mal gemacht. Passende Geschwindigkeit zu den Booten animiert. Richtig geil. Vielleicht blende ich euch hier einfach mal kurz ein Video ein, wo ihr den Aufzug da sehen könnt. Ist richtig geil geworden. Ich finde es ultra cool, dass wir einen Filmmakers Toolkit Creator jetzt hier haben. Und ansonsten habe ich für River Quest auch schon ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich die Boote wieder probiert... so wie bei den Wingers halt die richtige Textur da drauf zu bringen, aber bei River Quest, die Boote sind einfach ganz anders aufgebaut als in Planet Coaster. Weil in Planet Coaster gibt es halt quasi die Sitze und dahinter ist halt nichts, aber bei River Quest in echt sind halt die Sitze an so einer Wand dran quasi. Und diese Wand ist dann halt von außen schön thematisiert, aber in Planet Coaster hat man diese Wand halt gar nicht. Deswegen ist da jetzt nur eine ganz kleine... Ecke thematisiert, aber ich glaube, ich werde diese Mod einfach jetzt trotzdem in den nächsten Tagen irgendwann veröffentlichen. Ist dann wirklich nur ganz, ganz klein. Man sieht es wirklich nicht viel. Aber für die Leute, die vielleicht Interesse dran haben, wartet noch ein paar Tage ab. Dann kommt das Ganze. dieses Video seht ihr jetzt ja wahrscheinlich am 9., glaube ich. Wenn ja, dann ist heute auf jeden Fall auch noch das Lumberjack Onride online gekommen. Oder seht ihr das noch am 8.8. abends? Nee, das wird der 9.9. Oh Gott, schon wieder Montag. Bald sind meine Ferien vorbei. Noch 8 Tage habe ich genau Ferien. Boah. Daran liegt es halt auch, dass jetzt so viele Videos kommen, dass ich jetzt tatsächlich gerade Ferien habe. Also... wenn die Schule wieder losgeht, werden wahrscheinlich weniger Videos kommen. Aber jetzt hatte ich halt wirklich Zeit, bis in Planet Coaster zu zocken. Vor allem, wenn die Ferien vorbei sind, bin ich auch in der Oberstufe. Und dann geht es ja erst so richtig ab. Aber ansonsten würde ich sagen, seht ihr hier wieder wunderschönes Baugameplay. 7-fache Geschwindigkeit ist das jetzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Dafür ist der Part halt nur 23 Minuten lang. Da muss ich nicht so viel nachkommentieren. So, wir gehen dann mal direkt in die Kommentare. Und das erste Kommentar ist von Shinguin. So, ich bin dann auch mal wieder an der aktuellsten Stelle am Start. Sorry für die lange, ruhige Pause. Ich bin sehr froh, dass du wieder kommentierte Timelapse machst. Freut mich. Mir macht es eigentlich auch Spaß. Ich finde das eigentlich auch besser als manchmal einfach nur so Bau-Updates. Ist zwar eigentlich auch ganz cool, ist halt deutlich, deutlich weniger Aufwand. Man muss halt zwar diese Cinematic dann quasi aufnehmen, aber das geht halt trotzdem immer noch schneller, als jetzt hier eine halbe Stunde nachzukommentieren. Aber es passt ja alles. Ich fühle mich nicht irgendwie gestresst und
es kann halt auch sein, dass mal 2 Wochen oder so kein Video kommt, war ja jetzt letztens auch. Ich kann das doch nicht genau abschätzen jetzt, aber freut mich auch auf jeden Fall. Der Bereich sieht mittlerweile schon richtig nice aus. Dass es da einen Kinderbereich gibt, wusste ich nicht mal. Das fand ich lustig, weil die Treppe da ist ja eigentlich direkt am Eingang und dann nach oben hätte man eigentlich mal bemerken können, aber gut, ich laufe eigentlich auch nur. Ah ja, weil sie hatte auch noch geschrieben, ich renne immer nur zu den beiden Bahnen und fertig, also nicht dramatisch, wenn die erstmal nicht gebaut werden. Matamba geht jetzt auch weiter. Und das finde ich nämlich auch richtig nice, dass Shinguin jetzt wieder Matamba weiterbaut, das Hotel. Das hatte sie mal angefangen, aber dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Aber jetzt scheinbar doch wieder Bock. Finde ich sehr cool. Und ja, Kinderbereich, wie gesagt, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, da habe ich gesagt, dass ich den erstmal doch nicht bauen werde, weil ich zu wenig Aufnahmen habe, dass eh kein wirklich schöner Bereich ist im Phantasialand und es ist nochmal extrem viel mehr Arbeit und ich weiß auch nicht, ob das da vom Maßstab alles hinhauen würde. Aber ja, ich renne eigentlich auch immer nur in Boost Town rein, kurz rechts darum zu dem Eingang von Winter's Fear und Force. Zack, beide mal mitfahren und wieder raus. Das war's dann auch. Dann noch kurz Crazy Bats mitnehmen und dann direkt wieder raus aus Fantasy. So ungefähr. Gut, als nächstes von Haha Du Loser XD. Man muss einfach sagen, dass GeForce auch eine richtig gute Anlegung hat und dass die Bahn auch so richtig nice aussieht. Ich spreche aus Erfahrung, da ich, wo ich 12 war, mit der Bahn gefahren bin. Ja, also ich weiß nicht. Anlegung, ja gut, fährt halt so ein bisschen ein paar Bäume vorbei und so. Ja, es sieht vielleicht nice aus, einfach weil die Bahn halt schon krass aussieht mit der Größe und allem. Aber Thematisierung ist das ja nicht, also. Aber kann sein, dass sie gut angelegt ist. Ich möchte auf jeden Fall mal mit Expedition GeForce fahren. Dann von Little Pug, Respekt, dass du das ganze Phantasialand nachbaust. Joach, bis jetzt habe ich ja noch nicht das Ganze, aber danke auf jeden Fall. Und nochmal von ihm, richtig tolles Projekt, liebe Spinning Coaster. Hast das bis jetzt mega umgesetzt. Wann wirst du Rookbook mit Fly bauen? Habe ich ihm da nicht schon mal drauf geantwortet? Naja, auf jeden Fall, Rookbook und Fly werde ich nicht bauen. Das baut ja gerade der Jonas. Und auf seinem Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Jonetska. Kommt auch Content zu Rookbook und zu Chiapas, aber ich glaube, bei Chiapas macht er jetzt erstmal eine kleine Pause mit den Videos zumindest, weil das gerade halt einfach nicht spannend ist anzusehen. Also Rookbook und Fly baue ich selber nicht, aber dafür der gute Jonas. Dann von Coasterfan 1211, also Max. Wieder schönes Video, bei mir ist der Hype so real, kaum zu glauben, dass ich vom 11.8. bis zum 12.8. im Hotel Charles Lindbergh bin. Mein Fly hat ja auch eine neue Station bekommen, Rookbook wird sicher in ein paar Monaten fertig sein. Erstmal, dass du im Hotel übernachtest, finde ich auch mega geil. Ich würde auch mal richtig gern in einem Hotel, überhaupt in einem Hotel im Phantasialand schlafen. Aber ich habe mir ja schon mal so überlegt, nach dem Abi erstmal schön 3 Nächte im Phantasialand. Einmal halt jedes Hotel, Matamba, Lingbao, Charles Lindbergh. Statt dann halt andere machen nach dem Abi, was weiß ich, fahren nach, keine Ahnung, New York und ich fahre dann erstmal schön 3 Nächte ins Phantasialand. Das fände ich geil. Aber gut, das ist bis dahin ja auch noch ein paar Jahre hin. Und dann, Fly hat auch neue Stationen bekommen, muss ich sagen, die sieht richtig gut aus, die neue Fly-Station von Max. Der baut das Phantasialand ja auf der PlayStation und wird sicher in ein paar Monaten fertig sein. Ja, und wo ich hoffe, was auch in ein paar Monaten fertig sein wird, ist Woost Town. Es macht mir zwar immer noch Spaß, Woost Town zu bauen, aber ich könnte auch langsam mal so ein bisschen Abwechslung vertragen. Aber gut, es macht immer noch Laune. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich dann danach bauen würde. Ob ich dann einfach weiter mit dem Themenbereich Fantasy baue, ist vielleicht nicht schlecht. Dann mal keine Achterbahn, sondern einfach wirklich nur Theming, Zwischenbereich. Aber gut, das habe ich jetzt auch einfach mal nur so spontan gesagt. Kann sein, dass was komplett anderes dann nachher wird. So, dann von Chefbilder Samurai und River Quest fange ich dann an, wenn ich zu Hause bin. Habe ja den Anfang und die Floorpläne.
Vertrau mir, ich schaffe das mit RiverQuest, solange ich gute Bilder von allem finde und dann wird das bestimmt. Ja, für RiverQuest habe ich ihm jetzt auch nochmal ein paar Sachen von Fluffstar geschickt. Da hatte er ja in seinem Klugheim schon mal ganz schön viel gebaut an RiverQuest. Und das verwerten wir dann natürlich. Dann von Gaggle1408. Du bist hier das Alien. Erstens hackst du mich mit deinem Quantencomputer. Zweitens, du findest Novgorod besser als Kernan. Ja, die Quantencomputer-Geschichte. Ich weiß nicht so genau, warum ich ihn hacke, aber ja, okay, wenn du das meinst. Und dass ich Novgorod besser als Kernan finde, ja, tut mir leid. Also nee, tut mir gar nicht leid. Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Aber ja, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich kann diesen Krieg gegen die ganzen Kernan-Fans eh nicht gewinnen. Da bin ich einfach alleine gegen eine viel zu große Masse. Aber als nächstes von Gully03. Ich würde gerne mal mitbauen, ich muss aber noch ein bisschen warten, weil mir momentan das Geld für meinen PC fehlt. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt, ist egal. Aber super cooles Format. Ja, Geld für einen PC. Spar einfach noch jetzt, keine Ahnung, ein Jahr, länger, weniger. Dann holst du dir einen geilen PC und dann kommst du nochmal ran. Wir haben auch in einem Jahr bestimmt noch super viel für dich zu tun. Also, ne? Sobald du einen PC hast, komm gerne ran. Als nächstes vom anderen Max von Shigedum. Der baut ja auch mit dem anderen Max auf der PlayStation das ganze Phantasialand nach. Und der hat geschrieben, der Moment, wenn man die Kommentare durchliest, aber Gaggle noch nichts geschrieben hat. Traurigen Smiley. Hashtag Gaggle in den Talk. IT.com.tv, wild, wild wie immer, danke dafür. Haha, du Loser, du sagst, dass die beste Achterbahn der Welt Theming braucht. Steel Vengeance und Cedar Point hat auch kein richtiges Theming und ist die beste Achterbahn der Welt. Ist es das, Steel Vengeance? Wurde das irgendwie so gewotet? Ich habe keine Ahnung. Ist eigentlich eh relativ nichtssagend. Jeder hat eine andere beste Achterbahn der Welt für sich. Aber gut, Expedition GeForce ist in den Top 20 der besten Stahlachterbahn oder so, wollte er wahrscheinlich schreiben, der Welt, und die meisten in den Top 20 haben kein Theming. Und zum Zeitpunkt 2001 bis 2010, wo die Bahn oft als beste Achterbahn der Welt gekürt wurde, gab es die anderen Bahnen gefühlt nicht mal. Und da habe ich halt auch geantwortet, ich meinte das in dem Video nur so, dass für mich die beste Bahn der Welt, also die ich selber wählen würde, nur ich alleine, sonst niemand, die bräuchte halt auch ein bisschen Theming, weil sonst könnte ich die Bahn einfach nicht zur besten Achterbahn der Welt voten. Kann natürlich sein, dass sie es trotzdem ist, aber ich würde die dann nicht voten. Für mich bleibt es der Fluch von Novgorod. Ja, egal wie man sagt, irgendwer beschwert sich immer. Nur so, ich heiße ja auch Jonas. Ach so, warte, stimmt, er hieß auch Jonas, der Chefbilder-Samurai. Okay, alles klar. Ah, hier ist aber jetzt das Kommentar von Gaggle. Er hat geschrieben, Gardinenstange, mal wieder ein Meisterwerk. Dann von Little Puck noch, habe am 20. Oktober Geburtstag, hast du die auf der Konsole auch in Planet Coaster? Ich habe einen Park gebaut, kannst du dir den mal anschauen? Und nein, auf der Konsole habe ich keinen Planet Coaster. Werde ich mir auch nicht holen. Ich habe es auf dem PC, das reicht. Und ja, aber 20. Oktober. Ja, ist ja noch ein bisschen hin. Und dann nochmal vom Jonas, vom Chefbilder Samurai, 1. XD. Okay, wir haben jetzt zweimal Jonas und zweimal Max. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich bekomme das schon hin. Einmal Jonetzka, einmal Chefbilder Samurai für Jonas und dann Shigedim und Coasterfan 1211 für Max. Egal, ich bekomme das hin. So, ansonsten schaue ich jetzt nochmal ins Gameplay rein. Oder ich könnte auch noch gleich die Kommentare von Lumberjack, oh, Release Trailer vorlesen, mache ich gleich auch noch. Aber hier baue ich jetzt erstmal diese Lüftungsschächte da oben dran und die waren, oh Gott, aufwendig. Die bestehen aus so vielen Einzelteilen jetzt am Ende, weil ich die mit diesen, ja, mit den ganz kleinen Teilen da gebaut habe. Boah, das sind echt viele Teile. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Teile Woostown schon hat. Aber es sind auf jeden Fall einige. Es sind
Ja, wobei, eigentlich für das, was wir schon gebaut haben, hält es sich noch in Grenzen, aber es ist schon nicht so wenig. Muss ich noch einmal kurz umsetzen. So. Also ja, ich würde jetzt gleich eigentlich gerne mal sehen, wie viele Teile dieser Lüftungsschacht da hat. Markiere ich es jetzt nochmal irgendwann? Es sind auf jeden Fall, ist auch egal, es sind zu viele. Und vor allem das muss ich jetzt noch tausendmal kopieren und ich musste das auch noch so in die Länge ziehen, weil diese Heißluftballons, trotz dass ich die auf stationär gestellt habe, immer noch so rumwackeln, wie ihr hier auch sehr gut in der Timelapse sehen könnt. Deswegen, damit die halt da nicht durchglitschen, musste ich die noch was länger bauen. Aber das passt schon alles. So, und ich glaube, jetzt sind wir bei der Aufnahme, die ich dann heute noch gemacht habe. Das, was ihr gerade gesehen habt, war noch von gestern. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht von vorgestern und das jetzt seht ihr das, was ich gestern gemacht habe. Ich habe aber auch nach dieser Folge noch ein bisschen weitergebaut. Da habe ich die Titel Tattletree Gondel nochmal verschönert. Das seht ihr dann. Habt ihr auf meinem Discord vielleicht schon gesehen? Falls nicht, liegt das vielleicht daran, dass ihr noch nicht auf meinem Discord seid? Kommt auf jeden Fall super gerne drauf. Und ansonsten auch wie immer, wenn ihr an diesem Projekt irgendeine Attraktion, irgendein Gebäude, irgendetwas mitbauen möchtet, schaut auch einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu einer Website. Und da könnt ihr euch einschreiben, Formular ausfüllen und dann könnt ihr mitbauen. So, genug Werbung. Wir bauen jetzt hier das Glasdach. Ich glaube, das ist ungefähr die Größe wie von diesem Kreis, der da auf dem Boden ist. Die Glaskuppel. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht 100%ig zufrieden mit der Glaskuppel. Ich wusste halt nur nicht, wie ich die anders bauen soll. Deswegen habe ich jetzt diese Gebäudeteile genommen aus Glas und die dann als Blueprint abgespeichert und dann halt immer mal kopiert und gedreht, damit das halt zu einem Kreis wird. Es sieht nicht ganz original aus wie in echt. Es kann sehr gut sein, dass ich das Glas auch nochmal abändere. Es wird auch noch nicht ganz fertig, aber ich muss das mal schauen. Ich finde es jetzt nicht schrecklich, ich finde es nicht großartig. Aber ich finde es schon krass, dass wir jetzt schon ein Dach drauf haben. Ziemlich viel. Die Höhe habe ich ja eben auch noch mal ein bisschen angepasst, glaube ich. Oder kommt das noch? Ne, habe ich eben schon gemacht. Und das wird dann jetzt die finale Höhe von Woostown sein. Also, Höhe haben wir jetzt schon mal. Und auch die Slalomkurven werde ich, glaube ich, nicht mehr abändern. Also, das sind schon mal zwei Sachen, die ich nicht mehr abändern werde. Und genau, ansonsten seht ihr das Gameplay ja jetzt noch weiter. Wir verbessern, glaube ich, auch jetzt schon ein bisschen die Tittle-Tattle-Tree-Gondeln, aber halt noch nicht optimal, die sehen immer noch ein bisschen kacke aus, dann danach. Aber in der nächsten Folge verspreche ich euch, sehen sie dann ziemlich geil aus. Ah, hier habe ich kurz einmal gezeigt, wie die River Quest Boote aussehen, die ich gemacht habe. Aber genau, ich gehe da mal ganz kurz in Lumberjack 1365 rein, Release Trailer. Auch schon 9 Kommentare. Und die gehe ich dann auch nochmal schnell alle durch. Oh Gott, ich habe nur noch 5 Minuten. Ich hoffe, ich schaffe das. 9 Kommentare bekomme ich hin. Also, als erstes wieder von Little Puck. Wann gibt es ein On-Ride Mega Achterbahn? Bist du schon Fly gefahren? On-Ride gibt es dann jetzt heute oder gab es sogar schon, wenn ihr die Folge seht. Aber ich habe ihm halt auch darauf geantwortet. Übermorgen dann war das von dem Zeitpunkt da aus. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ich wollte es noch nicht früher releasen, falls man irgendwie nicht gespoilert werden möchte. Das ist ja immer noch ein Community-Projekt für Nightbird LP. Und deswegen kommt das halt jetzt oder kam das halt jetzt erst heute. So, dann von Exotic, mega geil gemacht, kann man den Park auch runterladen. Und ja, der Link dazu ist in der Videobeschreibung, Link zum Park. Ansonsten gibt es aber auch nochmal die Attraktion als einen dreiteiligen Blueprint. Könnt ihr auch einfach im Steam Workshop runterladen. Lumberjack Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Lumberjack 1365, Teil 1, Teil 2, Teil 3. So. Dann von Chefbilder Samurai mega geworden. Danke dafür. Ich bin wirklich auch super, super zufrieden. Hab jetzt auch ein paar Monate dran gearbeitet, aber immer halt nur so ein ganz bisschen und. Aber es war schon cool. Es hat Bock gemacht auf jeden Fall. Und auch die Story entwickeln hat mir richtig Spaß gemacht. Also war schon ein cooles Projekt. Sehr cool. Joel, kann man. Ach so.
Ja, kann mir jemand helfen? Ich versuche seit Stunden den Frontier Support anzuschreiben. Ich komme immer nur auf eine Seite mit Lösungsvorschlägen. Ich kenne viele Firmen, die ihren Support etwas verstecken, aber bei Frontier komme ich echt nicht weiter. Ich musste da tatsächlich auch immer ein bisschen suchen, aber irgendwann habe ich es dann gefunden. Ich weiß jetzt gerade aber auch nicht mehr wie, wo, wann. Aber ansonsten, warum möchtest du den Support denn anschreiben? Vielleicht können wir dir hier ja irgendwie helfen. Keine Ahnung. So, und dann noch als letztes Kommentar Kuhkacke von Gaggle 1408 und darauf hat dann noch Shigedim mit Gaggle Partyhut 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 mal wieder geantwortet. Ja. Das war's dann soweit mit den Kommentaren. Part geht ja jetzt auch nur noch knapp 3 Minuten, nicht mal mehr. Also ja, wir haben so ein bisschen hier, ein bisschen da gearbeitet, kurz den Eingang schon mal den Torbogen gemacht, viele Stützen auch. Tittle-Tattle-Tree-Gondeln haben wir jetzt aber doch nicht. Ah, doch, haben wir gemacht. Draußen die. Haben wir gemacht, stimmt. Ja, Stützen, Tittle-Tattle-Tree-Gondel, Torbogen, wie gesagt. Und die Glaskuppel. Jetzt verkleiden wir die noch kurz etwas mit Holz und dann ist es das auch schon wieder für heute gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht es, dass der Part jetzt nicht so lang ist. Aber dafür habt ihr ja vorgestern schon einen Part gesehen. Oder nee, vorvorgestern, glaube ich. Und deswegen ist das hoffentlich okay. Wie gesagt, gewöhnt euch nicht dran, dass so häufig Videos kommen werden. Nach den Ferien wird es nicht mehr passieren. Aber gerade sind halt auch meine Eltern nicht da, deswegen kann ich schon viel zocken. Und ja, Livestream habe ich jetzt auch nochmal überlegt, ob ich die Tage einen mache. Schaue ich mal spontan. Wenn ja, kündige ich es auf Instagram und auf meinem Discord an. Alle Links in der Videobeschreibung, ihr kennt das ganze Zeug. Discord auch super gerne vorbeischauen. Und ja, das war's dann jetzt erstmal. Gut, die 1 Minute noch. Wir umranden das jetzt doch kurz mit diesen blauen Dingern, damit das Dach dann auch schon mal soweit fertig ist von oben. Also es ist noch nicht über die ganze Halle, aber es ist ja schon mal dann um die Glaskuppel herum fertig, seht ihr ja. Ja, und dann war's das. Ich hoffe, die nächste Folge kommt noch diese Woche, aber ich glaube schon. Ich werde jetzt hoffentlich viel am Phantasialand weiterbauen, noch in den letzten Ferientagen. Ich habe ja auch noch, wie gesagt, eine Recreation vom Hansapark am Laufen, aber halt auch nur offline. Da baue ich halt auch gerade immer ein bisschen was dran. Wird dann gezeigt, wenn die fertig ist, falls sie fertig wird. Ich baue nicht super viel dran, aber habe ich auch alles schon in der letzten Folge gesagt. Und wir kommen dann jetzt auch wirklich zum Abschluss. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Warte, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Ach, sorry, egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Discord, Instagram. Vorbeischauen, alles in der Videobeschreibung, auch bei Jonas, Max und Aaron, alle in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao, ciao, habt eine schöne Woche, schönen Tag, etc. Bye, bye.